Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute von euch gewünscht ein Q&A. Ihr habt uns Fragen gestellt bei Instagram und bei YouTube und habt uns darum gebeten, nochmal ein kleines Q&A, damit ihr uns noch ein wenig besser kennenlernen könnt. Bevor wir mit dem Video starten, beziehungsweise mit dem Q&A starten, würde uns wirklich tierisch interessieren. Und dazu schreibt es auch mal unten in die Kommentare, wie seid ihr eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Habt ihr uns bei Instagram gefunden oder habt ihr uns hier bei YouTube gefunden? Habt ihr speziell nach dem Thema gesucht? War es eher Zufall? Würde uns brennend interessieren. Also auf, ab in die Kommentare damit und jetzt viel Spaß mit dem Q&A. Ihr wolltet wissen, was wir beruflich machen. Ihr habt es vielleicht auch schon mal in dem einen oder anderen Video vorab gesehen. Also ich bin derzeit selbstständig als Versicherungsvertreter und Sandra studiert. Ja, ich arbeite allerdings auch noch im Forschungsmanagement. Allerdings natürlich nicht Vollzeit, sonst würde ich das mit dem Studium natürlich nicht mehr hinkriegen. Wir haben ja hier auch noch 2 Kinder, 2 Katzen plus Haushalt etc. Also ja, und jetzt kommen natürlich auch noch die Zwillinge. Wie alt seid ihr? Okay, das ist relativ schnell zu beantworten. Ich bin 32, Sandra ist 29. Hast du jetzt etwa überlegt? Nö, ich dachte, du antwortest. Steht aber auch überall, sowohl bei Instagram als auch hier in der Infobox von unserem YouTube-Kanal. Also da werden wir es auch immer updaten, sobald einer von uns wieder ein Jahr älter wird. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie lange seid ihr zusammen? Ja, das kann Sandra euch beantworten. Soll ich das machen? Mhm. Also, wir sind jetzt fast 2 Jahre zusammen und wir kennen uns allerdings eigentlich schon, ja, mittlerweile schon seit fast 7 Jahren, wenn man es jetzt so nach den Jahren rechnet. Also wir haben uns eigentlich schon 2016 kennengelernt. Als ich in das Haus gezogen bin, in dem Julian zu dem Zeitpunkt gelebt hat. Und wir waren dann lange Zeit Nachbarn, hatten aber eigentlich keinen Kontakt, außer sich vielleicht mal Hallo und Tschüss zu sagen. Ja. Das war, ja, wie das halt so ist unter Nachbarn. Und erst viel, viel später, also sprich vor fast 2 Jahren, haben wir dann uns durch einen blöden Zufall irgendwie wiedergefunden. Da hat Julian auch schon gar nicht mehr in dem Haus gewohnt. Ich allerdings noch. Und ja, wie der Zufall es so wollte, haben unsere Wege sich gekreuzt und jetzt sind wir glücklich zusammen und sind auf dem besten Weg, Eltern zu werden. Und darauf anschließend habt ihr auch direkt gefragt, ob wir heiraten wollen. Dazu kurz die Erklärung. Wir verlinken das mal. Wo ist die Infobox? Ist die da oder ist die da? Machst du einfach zweimal. Ist egal, ihr seht es auf jeden Fall in dem Video. In der Info oben ist jetzt irgendwo oben in dem Video taucht ein kleines I auf. Da habe ich schon mal eine kleine Stellungnahme dazu genommen, weil ihr müsst Folgendes da als Hintergrund nochmal wissen. Es gibt halt im privaten Umfeld den einen oder anderen, der uns das alles hier nicht gönnt und der versucht immer irgendwie einen reinzuwürgen. Deswegen kommen auch schon mal blöde Kommentare oder die Leute denken, sie könnten mit irgendwelchen Wahrheiten uns schocken oder Halbwahrheiten noch viel schlimmer. Also Fakt ist, wir wollen natürlich heiraten irgendwann, auch relativ zeitnah. Aber ich möchte nicht schwanger heiraten, das muss ich ganz klar jetzt mal kurz einwerfen. Genau. Und ich bin halt derzeit immer noch verheiratet und die Scheidung läuft und das wird auch irgendwann alles dieses Jahr passieren. Ich meine, das dauert ja auch immer seine Zeit, aber es wird auf jeden Fall dieses Jahr nichts mehr mit einer Hochzeit, denn jetzt kommen die Zwillinge im Sommer und dann muss Sandra auch erstmal wieder ihre Figur zurückbekommen. Ich muss nicht, ich möchte. Ja, das meinte ich ja damit. Also wegen mir ist es sowieso egal, aber und dann soll das ja auch geplant sein und richtig schön werden und deswegen, ja, wir wollen heiraten, aber eben dieses Jahr wird es nichts mehr. Eine der coolsten Fragen fand ich, ob wir vorhaben, ein Haus zu bauen oder ein Haus zu kaufen oder ein Haus umzubauen. Also per se kann ich sagen, habe ich das vor, aber lassen wir uns mal realistisch bleiben. Erstens haben wir im Moment überhaupt keine Kohle dafür. Also alles, was wir jetzt im Moment anschaffen müssen, frisst alles auf, was man irgendwie sich ein bisschen angespart hat. Aber auch die derzeitige Situation lässt es gar nicht zu, denn Sandra wird jetzt in naher Zukunft dann in
wie heißt das nochmal, Elternzeit heißt das, ne? Elternzeit gehen. Und ich meine, bei mir beruflich läuft es derzeit ganz gut, will mich auch nicht beschweren, aber auch ich werde mir vermutlich zwangsläufig auch, um Sandra zu unterstützen, im Sommer ein bisschen kürzer treten. Und um die Frage vom Prinzip her zu beantworten, ja, wir haben vor, ein Haus zu kaufen oder zu bauen, aber das wird noch Jahre dauern, das kann ich euch versprechen. Und wenn ihr noch nicht dabei wart bei unserem Weg und jetzt vielleicht das erste Mal eingeschaltet habt, dann klickt gerne auf Abonnieren, denn dann verpasst ihr es auch nicht, wenn wir irgendwann in ferner Zukunft euch mitnehmen in die Roomtour unseres eigenen Hauses. Ihr wollt wissen, was die schönste Erfahrung unseres Lebens ist. Und da können wir ganz klar und auch kurz und knapp eigentlich beantworten, die schönste Erfahrung ist die Geburt unserer Kinder. Definitiv. Sowohl die, die wir schon haben, als auch natürlich die Zwillinge, die dann irgendwann im Sommer das Licht der Welt erblicken werden. Ich denke, das toppt einfach nichts. Stillen, ja oder nein? Ich werde es probieren. Ich auch. Ich habe es damals bei Mirko auch probiert. Da hat es dann leider nicht so geklappt. Da war ich allerdings ja auch noch gute 10 Jahre, ja, fast jünger. Und ich möchte dem Ganzen einfach nochmal eine Chance geben. Wie viel Zeit vom ersten Besuch der Klinik bis zur ICSI? Das war gar nicht so viel. Wir hatten den ersten Termin im September 21. September 21. Und wir hatten die erste ICSI. Januar 22. Genau. Und die wurde ja auch nur verzögert, weil ich glaube, dein einer Zyklus ging ja dann viel zu lang. Mhm. Und dann sind wir genau in die Zeit reingerutscht im Dezember, wo die Klinik eben gesagt hat, das kriegen wir nicht mehr hin mit Stimulation etc., damit, weil dann auch die Feiertage sind etc. Deswegen haben wir im Januar angefangen, Januar 22 mit der ersten ICSI. Also das ging wirklich relativ, relativ fix. Dann wollt ihr gerne wissen, Entbindung, Gedanken dazu gemacht. Also ja, die Art oder was? Ja, vermutlich oder wo, ich weiß nicht genau. Ich denke, das ist noch etwas schwierig zu beantworten, weil wir noch gar nicht wissen, wie die Kinder liegen werden, ob noch irgendwelche, natürlich hoffentlich nicht, toi, 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 Topf auf Holz, irgendwelche Komplikationen dazukommen, dass ein Kaiserschnitt veranlasst werden muss. Ich muss sagen, ich habe keine schöne Erfahrung mit der natürlichen Geburt gemacht, was mich so ein bisschen Richtung Kaiserschnitt lotst. Ich will mich da aber Tatsache auch jetzt noch nicht festlegen, weil ich bin aktuell in der 15. Schwangerschaftswoche und es vergeht noch so viel Zeit bis dahin. Da werden wir wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal drauf zurückkommen. Das Einzige, was wir auf jeden Fall sagen können, falls das auch Teil der Frage gewesen sein soll, wir werden auf jeden Fall in einem Krankenhaus mit Kinderklinik entbinden. Wir haben hier 3 oder 4 im näheren Umkreis, weil das ist einfach bei Zwillingen wichtig. Denn es sagte uns auch gestern nochmal vorgestern, der Frauenarzt, dass wir auf jeden Fall mit den Zwillingen ein Krankenhaus auswählen sollen mit direkt angrenzender Kinderklinik, weil ansonsten eben das Problem ist, ist mit den Kindern irgendwas oder die kommen zu früh, dann liegt Sandra im einen Krankenhaus und die beiden Babys im anderen Krankenhaus und das wollen wir logischerweise nicht. Jetzt kommen wir eigentlich zu der spannendsten Frage. Werdet ihr Namen und Geschlechter verraten? Also, kleiner Spoiler-Alarm. Wir werden eine, neudeutsch nennt man das Ganze ja, Gender-Reveal-Party. Wie heißt das eigentlich sonst? Baby-Party. Baby-Party. Es ist eigentlich eine Baby-Party, nur die Baby-Party als solches macht man eigentlich viel später. Also erst, wenn man schon richtig hochschwanger ist, weil man dann auch meistens irgendwie Geschenke noch vor der Geburt quasi schon bekommt, also Sachen für die Babys oder fürs Baby bekommt etc. Und diese Gender Reveal Party, die wird im Normalfall, glaube ich, dass es, ja doch, die wird von den Eltern selber ausgerichtet, während die Baby Party meistens von irgendwelchen Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten auf die Beine gestellt wird als Überraschung. Aber die werden wir machen. Und da werden wir euch sogar mitnehmen. Sprich, die Frage ist relativ einfach mit Ja zu beantworten. Geschlechter werden wir verraten, weil in dieser Gender Reveal Party geht es ja darum, eben das Geschlecht zu erfahren.
Wir wissen es ja selber noch nicht. Wir haben ja eine Freundin, die hat ein Zettelchen von der, wo die Ärztin die Geschlechter draufgeschrieben hat. Und die Namen entsprechend werden wir dann auch verraten. Wir haben uns auch schon... Aber die Namen werden wir vermutlich erst nach der Geburt verraten, würde ich jetzt mal spontan sagen, falls wir uns doch noch umentscheiden. Selbst wenn das Geschlecht... Ich dachte, wir hätten uns lange entschieden. Haben wir eigentlich schon, aber... Also nicht. Es gibt ja auch noch immer die Option, dass dann doch ein anderes Geschlecht bei der Geburt zum Vorschein kommt. Gibt es? Ja, gibt es. Auf jeden Fall wollte ich da noch abschließend eine Sache zu sagen. Wir haben lange und intensiv darüber nachgedacht, ob wir die Kinder dann zeigen werden oder nicht. Also kurz zur Erklärung, die Situation, die wir aktuell haben mit meiner Tochter und Sandras Sohn, ist ja noch ein anderer Elternteil mit bei der ganzen Sache involviert, der natürlich mitbestimmen kann und ganz klar sagen kann, ich möchte nicht, dass die Gesichter oder irgendwelche Infos genannt wird. Und bei unseren Kindern, wo wir ja im Prinzip hoheitlich entscheiden können, wie wir das möchten, haben wir uns aber auch dafür entschieden, wir werden den beiden Babys logischerweise nicht die Kamera die ganze Zeit ins Gesicht leuchten. Es kann immer mal passieren, das ist dann anders als bei den anderen Kindern, dass ihr sie mal irgendwie kurzzeitig zu Gesicht bekommt. Wir werden also, anders gesagt, nicht darauf achten, dass man sie explizit nicht sieht. Wir werden es nicht extra rausschneiden, genau, wenn mal ein Kind durchs Bild läuft. Genau, oder so wie wir das aktuell eben bei den anderen beiden machen müssen. Was auch absolut vernünftig ist, nicht falsch verstehen. Also wir werden das hier nicht machen, um irgendwie Kinder zu vermarkten oder so, aber... Bei unseren eigenen Babys sind wir einfach ein bisschen entspannter, dass wir zumindest sagen, die Kamera wird nicht die ganze Zeit oder mitten ins Gesicht gezeigt, sondern wir müssen uns aber dann auch nicht so ganz darauf konzentrieren, wenn man jetzt mal im Vorbeigehen oder im Laufen halt mal kurz das Gesicht von der Seite oder sowas sieht. Das Ganze soll ja hier, und deswegen hatten wir ja schon in den letzten Videos schon mal die Frage gestellt, ob ihr hier unserem Kanal eher folgt, weil ihr lieber Vlogs oder lieber Schwangerschaftsthemen sieht. Das Ganze wird sich zwangsläufig zu einem Family-Vlogging-Baby-Kanal entwickeln. Denn wir werden ja mit dem Ganzen hier weitermachen. Und die Babys werden dann logischerweise ein Teil unseres Lebens und dann auch ein Teil dieses Lebens hier mit YouTube sein. Und das war jetzt ziemlich weit ausgeholt, aber das ist, denke ich mal, dann auch zukunftsmäßig, damit alle Fragen diesbezüglich geklärt werden, wurden, sind, wie auch immer. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, wir haben eure Fragen soweit befriedigend beantwortet. Falls noch mehr Fragen aufkommen, könnt ihr die natürlich jederzeit unter jedem Video stellen. Wir werden dann, wenn genug Fragen wieder zusammengekommen sind, einfach erneut ein Q&A-Video machen. Wir können den Spieß aber auch umdrehen und ihr verratet uns einfach mal ein paar Dinge über euch. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Habt ihr schon Kinder? All das könnt ihr jetzt, da könnt ihr die Kommentare mit vollhauen, wie ihr möchtet, denn das ist auch was uns einfach interessiert. Also wir leben bei Instagram von diesem riesen Austausch der ganzen Community. Für die unter euch, die ungefähr so eine Altersklasse mit uns sind, werdet ihr das vielleicht noch von früher kennen. Früher konnte man sogar bei YouTube mit dem YouTuber schreiben. Echt? Ja. Ja, konntest du. Du konntest früher mit dem YouTuber bei YouTube schreiben, so wie bei Instagram und Facebook und wie auch immer. Geht leider nicht mehr, aber bei Instagram habt ihr ja die Möglichkeit, Profil ist unten in der Infobox oder in der Videobeschreibung. Also haut gerne raus, wenn ihr Fragen habt und andersrum, erzählt uns auch gerne was über euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay.